Ja, so, moin moin Freunde, erstmal wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir haben heute für euch ein verlassenes Hotel gefunden. Ja, wir sind mal wieder, wie immer, direkt drin, das kennt ihr ja. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was uns heute erwartet. Also, viel Spaß dabei. Ja, meine lieben Freunde, so, wir sind also hier schon mal ja, direkt praktisch an einem Bereich, wo mal das Schwimmbad war. Ja, Schwimmbad war, sage ich deswegen, weil ich durch die Tür schon lunsen konnte, dass wir hier schon den ja, natürlichen Verfall hier haben. Also es ist wirklich, man sieht hier das ganze Dach wirklich runtergekommen. An den Wänden noch ganz toll hier die alten Kacheln, so richtig Schwimmbadoptik. Aber halt das ganze Dach ist halt hier reingefallen. Unten ist noch das Wasser drin. Wahrscheinlich hat die Wasserlast das Holzdach damals einfach mal einbrechen lassen über die Jahre hinweg. Also scheint das Ganze hier auch schon längere Zeit verlassen zu sein. Hier kommen wir dann in den ehemaligen Umkleidebereich. Hier sieht man also auch an den Wänden, hier waren so Duschen integriert und hier auch so, ja, für die Fußdesinfektion. Steht auch nochmal extra hier beschrieben an der Wand. Und weiterführend haben wir dann hier praktisch die, ja, damalige Umkleide. Auch hier sieht man noch so schön diese typischen Schwimmbad-Umkleideschränke. Also es ist wirklich, dass von dem Schwimmbad hier das Dach eigentlich so an sich einfach nur zusammengebrochen ist. Ja, und hier kommen wir praktisch dann über eine Treppe in einen unteren Bereich, wo uns schon angezeigt wird. Also wir haben hier wohl auch eine Sauna noch in diesen Räumlichkeiten. Und ja, hier hat man noch so einen alten Vorhang praktisch damals gehabt. Hier wird auch nochmal gezeigt hier. Eine Stunde 5 D-Mark Münzen für die Sonnenbank. Also war hier wahrscheinlich damals die Ecke, wo auch der Spa-Bereich war. Ja, wie man hier sieht, eine Matratze unter der Sonnenbank. Wirklich schon recht schräg, warum auch immer hier eine Matratze drauf liegt. Aber das war wahrscheinlich nur so eine Sonnenbank. Ach, da hat man nur von oben Licht gehabt. Das heißt also praktisch ein Toaster, wo man nur von einer Seite getoastet wurde. Und hier hinten wurde dann praktisch das Geld eingeschmissen, wo auch nochmal so angezeigt wurde, wie viele Minuten man hier praktisch noch unter der Sonnenbank verbringen konnte. Und hier hinten geht es dann in die damalige Sauna, welche uns schon angekündigt wurde. Auch hier absoluter Verfall zu sehen. Also die ganze Sauna ist also auch durch den Feuchtigkeitsbefall hier absolut zusammengebrochen schon. Hier steht auch nochmal vor der Benutzung: Sauna bitte duschen und in der Sauna bitte ein Handtuch unterlegen. Die alte Einheit hier noch über die Gradzahl. Und hier hinter hat man dann praktisch diesen damaligen Ruhebereich gehabt. Auch hier alles sehr stark mit durch die Feuchtigkeit schon zersetzt. Ja, und hier kommen wir dann praktisch in so einen Bereich. Das ist ja nochmal neben dem und unter dem Schwimmbad praktisch. Also hier hinter war das Schwimmbecken. Hier sieht man auch nochmal ganz toll diese Leitung. Und hier steht nochmal so eine alte Waschmaschine und hier auch nochmal der Schlüssel zur Sauna. Ich glaube, den braucht man nicht mehr, aber der liegt hier halt noch wunderbar schön zu sehen rum. Ja, und hier kommen wir praktisch in den Hotelbereich jetzt durch den abgebrannten Flur und haben praktisch hier, ja, das ist wohl die ehemalige Theke hier. Ja, hier ist auch der Fußboden ganz schön wabbelig teilweise. Hier haben wir noch so einen alten Kühlschrank stehen oder Gefrierschrank, welcher leer ist. Und hier hinten war dann wahrscheinlich so ein, ja, ich würde sagen, so ein Raum, so ein Lagerraum war das wahrscheinlich mal. Und hier in dem vorderen Bereich haben wir halt dann den wahrscheinlichen Gastraum. Welcher halt auch, das ist total 80er-Jahres-Style hier, also das ist eigentlich mega cool. Hier wurden halt auch die ganzen Stühle wahrscheinlich zusammengeräumt, die es hier in diesem Haus gab. Sieht auch wieder aus wie so ein modernes Kunstwerk hier eigentlich. Also schon sehr cool, auch diese ganzen Lampen hier. Das ist ja wie im Lampenlager. Mega, mega cool. Ja, meine lieben Freunde, so, also wir haben jetzt schon mal hier so ein Teil also gesehen. Leider Gottes haben wir da diesen dicken Brandschaden. Aber wie man sieht hier, noch richtig relaxed. Die alten Sessel mal wieder mega cool. Und halt auch diese ganzen Lampen hier. Also wie gesagt, so auf den ersten Eindruck macht es mal wieder voll, ja,
eine schöne stehengebliebene Zeit, auch wenn hier drinnen teilweise halt der Verfall wieder gut zu sehen ist und halt wie gesagt leider Gottes der dicke Brandschaden. Aber wir gucken mal, was uns noch weiter erwartet. Ja, also weiterführend haben wir halt hier dann auch noch, hier wurde halt sehr viel der eigentlichen Möbel wohl schon zusammengetragen, so wie das aussieht. Also es ist halt schon wieder echt mega eigentlich auch hier an den Wänden. Das sieht mir fast aus, als wenn das bespannte Wände gewesen sind. Also hat man hier auch so Stoffüberzüge, wie das halt in der damaligen Zeit halt auch oftmals so war. Ja, meine lieben Freunde, so, also wir sind jetzt hier auch in einem größeren Saal. Das war wahrscheinlich auch mal so ein kleiner Festsaal. Hier stehen halt auch überall schon die Sachen. Also es sieht aus, als wenn hier drinnen halt auch mal teilweise ein Rückbau stattgefunden hat. Ja, wir gucken jetzt mal, dass wir weiter nach oben kommen und schauen mal, ob wir denn da auch noch ein bisschen was vielleicht von den ehemaligen Zimmern dieser Hotelanlage finden. Ja, und hier haben wir dann praktisch das erste Hotelzimmer. Also hier hat man wahrscheinlich angefangen, das Ganze damals vielleicht sogar schon zu renovieren. Wir werden uns jetzt die anderen Hotelzimmer auch nochmal anschauen. Hier hat man also auch so ein WC nochmal mit Dusche gehabt und einem Waschbecken. Ja, und hier ist dann nochmal so ein größeres Zimmer praktisch gewesen. Auch wiederum mit einem Waschbecken, aber das ist halt schon ja nicht identisch halt mit diesen anderen Zimmern. Hier auch wieder Waschbecken, WC und Dusche. Hier stehen sogar noch die alten Zahnputzgläser. Und hier hatte man halt auch so eine vertäfelte Holzwand drin. Also das ist ein wenig anders. Hier sieht man sogar noch, dass das da damals das Bett wahrscheinlich gestanden hat an dem Fenster, weil hier oder auf jeden Fall etwas gestanden hat, da sich das vom Holz sehr stark abhebt. So, und hier kommen wir dann praktisch, das ist wahrscheinlich nochmal so ein separater Eingangsbereich wahrscheinlich von dem Ganzen gewesen. In der Ecke hier der Fahrstuhl, auch hier die Wände halt mit Holz verkleidet, was halt auch schon sehr stark mit Schimmel belastet ist. Hier unten riecht es halt auch sehr stark nach nach Heizöl. Also hier nehme ich mal an, ja genau, hier waren die Heizöltanks praktisch mal drin. Hier ist die Heizungsverteilung untergebracht gewesen. Hier die beiden Brennkessel, sogar mit Feststoffbrennkessel und Öl, also so Kombikessel waren hier. Aber auch hier ist halt auch eine sehr, sehr starke Belastung des Schimmels. Und hier hat man halt auch nochmal ja, die ganze damalige Hauptverteilung halt auch eigentlich noch sehr, sehr cool erhalten, das Ganze. Ja, und hier im Flur steht dann halt auch nochmal so ein alter Wäschewagen. Hier hinter ist nochmal so ein, ja, so ein Raum gewesen, da hat man wahrscheinlich auch Wäsche und sowas drin gelagert. Das hat man wahrscheinlich auch versucht auszuräumen. Und über eine Treppe kommen wir dann praktisch auch hier wieder weiter nach oben in die zweite Etage. Ja, und hier haben wir praktisch nochmal ein besonderes Zimmer. Hier sieht man hier vorne erst so einen Einbauschrank. Und hier ist dann nochmal so eine separierte Küche drin gewesen. Die Schränke sind halt leider alle leer, aber wie man auch hier sieht, ist das nochmal wahrscheinlich wie so eine Art kleines Ferienapartment oder sowas gewesen. Also auch ganz toll. Und hier hinten dann nochmal das eigentliche Hotelzimmer. Ja, hier haben wir dann nochmal so ein bisschen Einblick da rein. Also hier Neujahrsfrühstück, 9 Uhr bis 10:30 Uhr, geschlossene Gesellschaft. Also es waren wahrscheinlich dann hier auch so Schilder, die halt für die Gastronomie gedacht waren hier wohl praktisch. Ja, und hier kam man dann wohl in das ehemalige Herzstück des Restaurants bzw. Hotels. Also hier sieht man so wie so Spinde praktisch, so alte. Auch mit so Kittelschürzen und sowas teilweise drin, die Kochjacken. Und hier haben wir so einen alten Dosenöffner für so Industriedosen am Tisch hängen. Und hier drüben hat man halt dann die damalige Küche gehabt. Also hier sieht man halt auch, das ist halt schon sehr, sehr alt.
das Ganze. Und ja, halt auch teilweise durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber auch die Öfen hier sind mit Öl damals betrieben worden. Also hier war ein Ölbrenner dran. Und man hat hier dann praktisch mit Öl diesen alten Ofen befeuert. Also ganz toll auch noch zu sehen. Hier die ganzen Pfannen. Hier liegt nochmal ein extra Motor rum. Hier auch nochmal so eine alte Kittelschürze. Also das ist schon sehr alt hier wirklich auch gewesen. Das Ganze. Hier hinten war nochmal so ein ja, separierter Bereich. Vielleicht die Spülküche damals. Und ja, hier wurde halt dann wohl Müll eingelagert. Hier hat man nochmal so eine, ja, vielleicht Heizungsanlage, so eine kleinere gehabt. Ja, und hier haben wir praktisch auch nochmal hinter dem Brand nochmal ein Zimmer gefunden. Hier stehen also so ganz tolle alte Sessel drin. Und so ein uraltes Bett wirklich noch. Wirklich Wahnsinn. Also das ist wirklich mega schön hier noch, das alte. Das waren wahrscheinlich also auch die Decken hier mit Holz, wirklich, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Zimmer hier noch gewesen damals. Ja, und hier haben wir dann nochmal so ein Zimmer, hier war auch so ein großer Schrank drin. Hier hat man ein großes Badezimmer gehabt mit Dusche auch wiederum. Und ja, hier hat wahrscheinlich auch schon, das Bett ist hier raus, welches hier mal an der Wand wohl stand, aber hier haben wahrscheinlich auch schon irgendwelche Urbexer vor uns sich das ein wenig gemütlich gemacht. Aber halt auch sehr schön. Ja, das ist halt sehr, sehr alt und rustikal hier wirklich gewesen. Und hier im hinteren Bereich haben wir dann nochmal so kleine Zimmerchen wirklich, die halt auch sehr liebevoll hier mit dem vertäfelten Holz waren. Und überall halt immer wieder diese kleinen verspielten Sessel zu sehen. Also wirklich, also es ist teilweise wirklich sehr urig hier wieder mal. Das ist ja auch etwas, was so diese alten Hotels wirklich auszeichnet. Ja, also so, meine lieben Freunde, das war also heute der kleine Rundgang durch das Hotel. Ich hoffe, wie ihr schon seht hier, ist alles noch frisch hier eingerichtet. Nein, der Brand hier drin hat halt sehr viel zerstört. Ich hoffe, das kleine Video hat euch trotzdem gefallen, von dem, was wir halt noch sehen konnten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Ein Like, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Oder wer noch nicht hat, abonniert gerne meinen Kanal. Und wer kein Video mehr verpassen will, einfach die kleine Glocke daneben drücken. Ich würde mich freuen und ich werde euch hier neben auch nochmal ein kleines Video einblenden. Da könnt ihr dann nochmal vielleicht ein anderes Video von mir schauen. Also bis dahin, ciao.